zwei Jammer von jedem Team ein. Die müssen einmal durch das Pack, das ist dann das komprimierte Team, hindurchfahren. Dann gibt es einen Lead-Jammer, wer als erster durch das Pack durchgefahren ist, ist der Lead-Jammer, fährt dann nochmal eine Runde und muss dann nochmal hindurch. Und für jeden überrundeten gegnerischen Spieler gibt es dann eben einen Punkt. Wir wollen Spaß haben. Dahinter bin ich her. Ich will, dass wir Spaß haben und wir haben in 4 Monaten so viel aufgebaut und ich hoffe einfach, dass wir einfach weiterkommen und im Oktober könnte sogar schon ein richtiger Bout anstehen. Es ist ja auch ein bisschen härter, die Mädels gehen ja schon zur Sache, es gibt auch Stürze. Ich denke, das ist auch interessant für die Zuschauer. Es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, das Rollschuhfahren an sich, dann die Leute sind super, das Teamgefühl.